So, damit geht's weiter bei Wolfenstein, der New Order, oder wie ich es gerne nenne, die neue Ordnung, mit Folge 6 inmitten von Berlin. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Dann kam der Krieg und ich musste nach Hause. Ich war erst 16. Nun, Doktor, bitte helfen Sie mir herauszufinden, was dieses verfluchte Regime vorhat. E. Finde Projekt. Finde Projekt. Ah ja, Anja Oliva, Caroline Bagger. J. Sie finden Klaus im zweiten Stock. Bobby. Er Junge, du hast ein. verzichtet auf eine Erklärung. Oh, schick, schick, Hallo. haben wir es hier. Sortierte Werkbank. Nur komm, dass unser Gitarrenspieler meckert, wenn ich sie mir ausleihe. Was kann ich denn machen? Also, Blackscreen und Hammergeräusche. Cool. Rüstungsverbesserung. Lassen Sie mich in Ruhe, ja? Ich kenne Sie nicht. Ich brauche keine neuen Freunde. Ruhe. Klappe, Bobby. Ich brauche den Ordner, Captain. Holen Sie ihn mir bitte. Projekt Alles Flüstersuche. gut. Fragen Sie Klaus. Ich muss mich doch erstmal umgucken. Ich weiß doch nicht mehr, wo ich Ich bin. Ich habe überall nachgesehen, aber ich habe den Hammer nicht gefunden. Hast du ihn gesehen? Max Hass! Max Hass! Max Hass! Wegen vorhin, dass ich so auf Sie los bin. Macht der Gewohnheit. Keine Sorge, Johnny Cowboy, ist mir nicht zum ersten Mal passiert. Sie sollten sich besser die Tätowierungen entfernen lassen. Das werde ich, irgendwann. Ich war, wie man so schön sagt, auf dem Holzweg, als ich sie mir stechen ließ, ja. Und leider war ich damals unheimlich stolz auf mich. Aber ich werde noch stolzer sein, wenn ich sie los bin. Kein Regime mehr, keine Tätowierung. Solange Sie mir im Kampf gegen das Regime nicht im Weg stehen, ist alles bestens. Caroline sucht einen Aktenordner, Projekt Flüsterton. Beruhige dich, Junge. Max hier spricht nicht viel, aber er weiß über Projekt Flüsterton Bescheid. Eine riskante Operation und er weiß, dass es uns einiges kosten wird. Max mag keine Gewalt und er will nicht, dass jemand verletzt wird. Alles in Ordnung, mein Sohn. Wir werden für dich kämpfen. Caroline meinte, Sie hätten den Ordner. Haben Sie ihn hier? Das war vor 2 Tagen, aber ich habe ihn zurückgebracht. Gehen Sie ins Erdgeschoss. Der Ordner müsste in der Schreibtischschublade in Ihrem Zimmer sein, wo ich ihn gelassen habe. Sind Sie in Carolines Zimmer? Der Ordner müsste Ihrem Schreibtisch sein. Ich hab doch keine Ahnung, wo Caroline ist. Ach, da steht hier Klaus. Hier ist das Zimmer von Max. Das muss Max Zimmer sein. Was versteckt Max da drin? Ist das der Ordner zum Projekt Flüsterton? Brauche entweder eine Brechstange oder einen anderen Weg. Oh, es tut so gut, wieder zu Hause zu sein, Captain. Jetzt muss ich mich erstmal aufs Ohr hauen. Was soll ich für ein Bett? Wir sehen uns später, okay? Und ja. Die Käfer, das blaue U-Boot. Alle vier englischen Musiker in Liverpool, in Großbritannien, die Band Die Käfer gründen, standen zur Wahl, entweder nicht weiter auf Englisch zu singen oder ein Verbot in der Führung des Ritt. Sie also nennen uns ihren Namen und lernen unsere Sprache. Derzeit reisen durch Europa mit ihrem neuen Album, das blaue U-Boot, sie zu bewerben. Stop.
Die Beatles einfach. Das nimmt mich mit. Was ist das für ein Zimmer? Keine Ahnung, Tanuki oder so steht da. Geht's hier hin? Tools. Da ist schlafen gelegt, hier ist die Toilette. Tja, die Spülung geht jedenfalls noch. Na gut erkannt. Okay, Doktor. Nice, ich hab ein Messer hier. Albtraum? Was ist Albtraum? Ich will nicht Albtraum, will ich? Will ich Albtraum? Ich speichere mal. Kann ich nicht. Ich will Albtraum. Besser. Träume. Seltsame Träume. Das Töten hört nicht auf, bis ich sterbe. Aber wie witzig ist das denn? Geh mal geradeaus, das sieht wichtig aus, die Tür. Überhaupt ein Ende oder muss ich wirklich sterben? Ja, kleine Fun-Aktivität. Leid, aber ich vertraue dem. Max, bitte geh zur Seite. Max, bitte. Max, geh zur Seite. Das hier ist wichtig. Max, komm her. Komm schon. Alles in Ordnung. Alles wird gut. Alles gut. Es tut mir leid, ich hätte wissen müssen, dass er ihn genommen hat. Ha,
echt extrem, wie viel hier los ist eigentlich, wa? Oh, jetzt habe ich ein Bild vom Ding. So, da bin ich denn jetzt? Schatz. Jetzt bin ich wieder oben, okay. Muss ich hier nochmal durch. Was ist denn? Was soll niemals ein lebender Mensch durch? War denn da? Und Glühbirne einsetzen. Welches Zimmer ist denn das hier? Das Zimmer von niemandem mehr. Wahrscheinlich tot. Dann, ich sehe einmal bei mir deinen Ordner. Freunde und Kameraden, es ist soweit. Projekt Flüsterton. Es war viele Jahre in Entwicklung. Ein Hubschrauber. Dem Regime ist es gelungen, ihn nahezu lautlos und unsichtbar für das Radar fliegen zu lassen. Anya hat Funksprüche aus London abgehört und in Erfahrung gebracht, dass die einzigen drei Prototypen in der Forschungseinrichtung London Nautica stehen. Mit Captain Blazkowicz im Team können wir einen Angriff wagen. Die Tage, in denen wir uns wie Ratten verkriechen mussten, sind vorbei. Mit diesen Maschinen können wir jederzeit und überall zuschlagen. Wir werden den Wiesenau-Kreis neu aufbauen, uns bis an die Zähne bewaffnen. Wir werden uns erheben und Totenkopf für immer vernichten. Sie glauben, der Krieg ist vorbei, dass wir schwach sind, geschlagen, nicht den Mut haben, gegen sie zu kämpfen und wie immer irren. Ich muss 14 Stunden fahren. Hab eine Nasennebenhöhlenentzündung. Und seit 8 Monaten nicht mehr ausgeschlafen. Also los, Leute. Denn nochmal mache ich das nicht. Vielen Dank für deinen Einsatz, Bobby. Schluss damit. Ich will's einfach nur hinter mich bringen. Junge, who the fuck ist Bobby und warum ist er so angry? Memo! Beruhig dich! Komm schon! Die Papiere bitte! Danke, Sie können passieren. Fahren Sie. Vielen Dank. Du Dreckschwein. Warum so angry? Vor allem, was sind wir in London? Alter, was haben die denn hier? Der riesige Schandfleck von einem Gebäude, da ist das London Nautica. Das war mal die Innenstadt von London. Hab hier in den Straßen gekämpft. Erbittert und unnachgiebig Widerstand geleistet. Dann kam das Regime mit dem Auge von London und alles ging den Bach runter. Die können jetzt hier einfach machen, was sie wollen. Haben den ganzen Scheiß eingeebnet und dann diese Scheißmonster hingestellt. Eine der wichtigsten Forschungsstätten des Regimes. Luft- und Raumfahrt, echt üble Scheiße. Caroline und die anderen müssten inzwischen am Funkturm sein. Sehen Sie ihn? Anya sitzt am Funkgerät in Berlin. Hiermit können Sie sie erreichen. Hier steigen Sie aus. Bis dann, Blazkowicz. Kein Problem, ich mach das schon, wa? Vergeigen Sie es nicht, okay? Oh nein. Was
Super. Alles an Ihnen, Blaskowitsch. Wir gehen auf der Spitze des Funkturms, Sie Straßen von Ihnen entfernt in Stellung. Wir müssen irgendwie bis zur obersten Ebene des Nautica vordringen und die Hangartüren öffnen. Dann komme ich mit den anderen Piloten hinein. Ich versuch's, wa? Ich geb mein Bestes. Oh, wenn hier so ein Hund rumstreift. Hier vorne ist schon wieder irgendwas zum Einsammeln. Aber nicht vorstellen, dass egal was hier ist, dass ein Hund aufhalten würde. Und hier sprinten durch. Das hat gar keinen Sinn, warum kann ich denn nicht einfach normal lang gehen? Nicht durch, wenn wir größer machen das Loch. Ist immer noch nicht durch. Scheiß Hund hat mich voll erschrocken. Jetzt? Und irgendwie absteigen oder was? Ne, jetzt kann ich hier lang gehen. Ah. Junge, der Mann hat sich einfach in die Luft gejagt. Für nix. Für nix und wieder nix. Nur weil er nicht schlafen konnte oder was? Ja, ja, ja. Ich nervös, dass er müde ist. Soll er schlafen gehen? Bin ein Schlaf. Meine Mutter frisst ein Schaf. Au, 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 au. Ja, super. Sag mir doch einer, dass ich da hinsprinten muss und da rutschen. Wieso kann man nicht einfach unten drunter? Das ist so dumm. Roboter sind schwer zu besiegen. Versuche ihnen ihre Schwachstelle auszumachen. Einfach aufschweißen. Ach komm. Das kann man doch nicht wissen. Dass ich da jetzt dem einen Augenblick jetzt hier halt kurz mal den hier machen muss. Einer, der humpelt. Munition sparen ist auch eine Sache, die ich gerne mache. Dreht sich um, schießt mir ins Gesicht. Was ist der denn für einer? Loser. So ist kein mit. Anzeichen vom Auge von London. Scheinbar alles okay, solange wir mit den Hängegleitern nicht abstürzen. Wir bleiben unten, wir sneaken. Sneaky Beaky like. Mitten in London snacken uns die Gegner weg. What the fuck bist du? Oh!
Sollen wir dann sneaken? Es ist Andy, der Hallo YouTube schreibt. Ich lade jetzt auf. Wo kommst du denn her? Pinto. Was ist denn das? Was ist der Schwierigkeitsgrad 1000-mal schwerer oder was? Eieiei. Komm. Du musst ja erstmal klarkommen mit, dass man einfach von allen Seiten beschossen wird. Dass dieser Raum einfach Hurensohn ist. Das muss man erstmal nicht klarkommen. Dieser Raum ist also Hurensohn. Bam, bam, bam. Junge, geht mir nicht auf die Eier. Ja.
Nee, anschließen, aber dann halt aber ab, wieder von weggehen. Scharfschützen, du, ja? Das wird dann immer interessanter hier. Und da geht's dann weiter, okay. Hier hinten ist auch noch wieder Loot, ne? Und Vittoria. Aber ein richtiges Gurkenglas ist mal gegessen. Lecker, lecker. In der Mondkuppel findest du eine Tür zum Wartungsbereich. Such nach einer Tür in der Außenwand. Fast ganz oben in der Kuppel. Okay, Tür geht wieder zu, das ist ein Drohnen. Menschen im Weltall. Unvorstellbar, ja. Erkundung des Mondes. Siehst du die Tür zum Wartungsbereich? Sie ist im Sternenfeld, ziemlich weit oben in der Kuppel. Kannst du sie irgendwie erreichen? Abkürzung. Ich habe das Gefühl, dass die Schrotflinten die beste Wahl sind gerade. Thank you.
muss ich da von der anderen Seite rein. Hoffentlich sind die Fahrstühle durch die Explosion nicht beschädigt worden. Ja, was das angeht. Klingt, als wäre jemand oben auf dem Aufzug. Vielleicht sind sie hier, um uns zu retten. Ich schieß die Fahrstuhlbremsen ab. Was soll da schief gehen? Einfach aufs Gegengewicht stellen. Ach so, ja, vielleicht hätte ich mich aufs Gegengewicht stellen sollen, ne? Ich stand vielleicht nicht auf dem Gegengewicht. Das ist wieder ein guter Punkt, um die Folge hier zu beenden. Deswegen sage ich auch wieder mal Sayonara, Carbonara. Wir machen beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt London. What the fuck? Und die Käfer wieder singen blau, blau, blau wie der Enzian. An und wir zurück. Der Mond ist über uns, wird uns gehören. Gestern die Welt und heute der Himmel. Denn uns gehört er und die Freiheit fliegt. Mond, Mond, ja, ja, vereint wir sind unter dem großen Forscher. Mond, Mond, ja, ja, heute gehört uns die Galaxie. Im Universum!